Ist es möglich, dass Sie mehr als Ihr eigener Chef verdienen können? Ja, das geht tatsächlich. Ich kann Ihnen als Gehaltscoach von etlichen Fällen berichten, in denen Mitarbeiter mehr als ihre eigenen Chefs bekommen haben. Wie das geht, wie Sie das hinkriegen, das sage ich Ihnen gleich. Martin Wirne, mein Name, Karriereberater und Buchautor. Hier bin ich wieder und jetzt komme ich auf Fälle zu sprechen, in denen Mitarbeiter mehr verdient haben als ihre eigenen Chefs. Der häufigste Fall, den ich in etlichen Branchen beobachtet habe, ist der Fall Nummer 1, nämlich eine Positionierung als Top-Experte. Wenn Sie ein absoluter Super-Experte für ein bestimmtes, gefragtes Feld sind, dann ist es sehr gut möglich, dass Sie durch diese Expertise, durch diese fachliche Expertise ein stattliches Gehalt bekommen. Und das kommt ganz leicht zustande, denn der Markt reagiert ja darauf, wie ist Angebot und wie ist die Nachfrage. Und wenn Sie etwas bieten, eine ganz gefragte Kompetenz bieten, die an diesem Markt eine absolute Mangelware ist, dann muss man Ihnen das natürlich auch gut bezahlen. Und dann sind Sie eventuell schwerer zu gewinnen für eine Firma, als es ist, einen neuen Vorgesetzten ins Haus zu holen. Das heißt, dadurch haben Sie einen erheblichen Gehaltsvorteil. Jetzt können Sie mir natürlich zurufen, na und was mache ich denn, wenn ich keine solche Superspezialisierung habe? Dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Schauen Sie mal die Ausschreibungen Ihrer Branche durch. Gibt es da spezielle, seltene Qualifikationen, die in letzter Zeit immer häufiger gefragt sind? Dann ist mein Tipp, sorgen Sie dafür, dass Sie eine solche Qualifikation sich drauf schaffen, denn das sorgt dafür, dass Ihre Gehaltsaussichten erheblich steigen und wenn Sie es richtig gut machen, wenn Sie es auf die Gehaltsspitze treiben sozusagen, dann werden Sie eines Tages mehr als Ihr eigener Chef verdienen. Ich erzähle Ihnen von einem zweiten Fall, in dem es relativ häufig passiert, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr als der eigene Vorgesetzte verdienen. Und zwar, das passiert sehr häufig im Vertrieb. Wenn Sie im Vertrieb tätig sind, also Produkte direkt an den Mann bringen oder auch Dienstleistungen, dann haben Sie einen hohen Gehaltsanteil durch eine Provision. Das heißt, je mehr Sie verkaufen, desto mehr verdienen Sie. Und der Vertrieb, der ist so, wenn man den Volksmund mal hört, immer relativ schlecht angesehen, Klinkenputzer und so weiter. Aber jede Firma braucht Leute, die ihre Produkte und ihre Dienstleistungen gut verkaufen. Und wer das wirklich gut macht, wer wirklich Riesenumsätze macht, der ist für eine Firma natürlich noch viel wichtiger, als es zum Beispiel ein Vorgesetzter ist. Also der beste Vertriebsmitarbeiter, der Millionen Umsätze reinholt, ist im Zweifel wertvoller als der Vertriebschef. Den könnte man nämlich austauschen. Aber ob man diesen Vertriebler austauschen könnte, der wirklich so gut mit den Kunden kann, das ist mehr als fraglich. Also wenn Sie noch jung sind, wenn Sie in der Karriereplanung sind und wenn Sie sagen, ich möchte richtig viel Geld verdienen, ohne Vorgesetzter zu sein, dann sollten Sie sich im Vertrieb umschauen, denn das ist eine super Branche, wenn Sie richtig tolle Gehälter holen wollen. Übrigens auch ohne einen großen Bildungshintergrund. Da kommt es mehr auf die Zahlen als auf die Ausbildung an. Ich komme auf den dritten Punkt zu sprechen, wie Sie mehr als Ihr Chef verdienen können. Das ist eine Möglichkeit, an die denken viele Angestellte gar nicht. Aber ich habe das öfter schon in meinen Beratungen erlebt. Deshalb möchte ich es Ihnen unbedingt erzählen. Und zwar, es gibt Menschen, die machen neben ihrer Arbeit nach Feierabend ein eigenes Gewerbe auf. Ich habe einen Informatiker beraten, der hat nach Feierabend eine Internetseite betrieben und über diese Internetseite Produkte verkauft, also digitale Produkte verkauft. Und dieses Geschäft, das zog und zog und zog und zog an, sodass er am Ende deutlich mehr durch seinen Nebenerwerb als durch seinen Haupterwerb verdient hat. Und wenn man das Gehalt addiert hat, hat er sicherlich mehr als sein Chef gehabt. Also überlegen Sie mal, ob es nicht eine Tätigkeit gibt, die Sie nach Feierabend betreiben können. Sowas ist dann öfter mal genehmigungspflichtig, aber wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Das müssen Sie selbst entscheiden, ob es nicht eine Tätigkeit gibt, bei der Sie nebenbei richtig ordentlich Geld verdienen können und eines Tages das tun, was der Informatiker dann auch getan hat. Der hat sich nämlich selbstständig gemacht und dann hat er erst recht deutlich mehr als sein Chef verdient. Jetzt komme ich noch auf eine vierte Möglichkeit zu sprechen, wie Sie mehr als Ihr Chef verdienen und zwar stattliches Gehalt durch Seniorität. Seniorität bedeutet, in Deutschland steigen die Gehälter mit den wachsenden Berufs- und Lebensjahren an. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel 35 Jahre in einem Konzern arbeitet, in einer wichtigen Ingenieursfunktion
Und er kriegt einen neuen Vorgesetzten und das ist ein ziemlich junger Spund, der da Abteilungsleiter wird, dann kann es sein, dass er durch seine Fachexpertise, durch seine vielen Jahre in dieser Position ein höheres Gehalt angesammelt hat als das, mit dem sein eigener Vorgesetzter einsteigt. Also wer sehr lange im Business ist, wer immer wieder regelmäßig sein Gehalt verhandelt und nach oben pokert, der kann eines Tages ein Niveau erreicht haben, das über dem Chefniveau ist, auch dann, wenn er selbst gar keine Chefposition bekleidet. Wie Sie Ihr Gehalt super aushandeln, das habe ich in einem Videokurs mal richtig toll zusammengestellt. Der heißt Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie. Da ist alles drin, was ich weiß über Gehälter. Da ist alles drin, wie Sie Ihr Gehalt nach oben pokern. Und es ist eine 30-tägige Erfolgsgarantie drauf. Klicken Sie mal die unverbindliche Probe an und schauen Sie da rein. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie hier auf dem Kanal wiedersehe. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann kriegen Sie immer Nachricht, wenn ich etwas Neues hochlade. Ich freue mich auf Sie, Ihr Martin Behele.